Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Let's Play hier. Und ich bin nicht alleine. Cydia ist dabei. Hallo. Wir spielen Don't Starve Together. Ich hab's noch nie in meinem Leben gespielt und werde ganz oft sterben. Es wird eine Herausforderung. Es wird chaotisch, ja. Vorweg, wird chaotisch. Vorweg, ich habe Servereinstellungen getroffen, dass wir ohne Herbst und ohne Sommer spielen. So erstmal so zum Einsteigen. Cydia genau, hat es noch nie so, gespielt. So für Noobs wie mich, das erstmal alles langsam. Sonst spielen wir so den Frühling und sind am ersten Sommer tot, weil wir verbrennen. Genau. Das ist, so. Ne? Jetzt kommt Charakterauswahl. Die Charakterauswahl. Du kannst ja ich mal alle angucken. Ein bisschen rumgeklickt. Ich meine, Wilson kenne ich ja schon, den haben ja die meisten im Let's Play genommen in einem. Ja, ist ja der Standard, ne? Mhm, ich mag Willow und Randy mag ich sehr. Randy halt wegen dem Geist, weil der noch mitkämpft, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall einen Typen nehmen. Ich könnte auch das Monster nehmen. Webber. Das sieht süß aus. Putzig. Was kann der? Kann. Ach, ja, dann könnten wir. Du, das wäre nicht ganz schlecht, weil dann könnten wir Spinnen auf unsere Seite ziehen und auch irgendwas ja, aber mit nur seinem du. Bart. Aber nur du. Ja. Die Spinnen greifen mich dann trotzdem an. Du kannst mir nicht helfen bei den Spinnen. Nee, das ist. Das ich glaube, das ist unpraktisch. Das ist nicht so gut, wenn ich dann Spinnen bringe und die dann nicht. Ja. Wenn deine Freunde mich dann aufessen wollen. Ja. Oder ich nehme. Aber Wolfgang ist halt. Ist afraid of the dark and monsters. Das ist halt. Ist halt doof. Weißt du? Überstark krasser Typ, aber hat Angst vor Monstern. Ja, nee. Ich finde Wigfried ja auch geil. Was ist das eigentlich? Das ist das eine ist ein Roboter, ne? Ja. Touch by Lightning, Damage by Water, can upgrade with Gears. Der ist kompliziert zu spielen, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Okay. Und Woody ist halt so, der fällt gern Bäume, das kann man schon seinem Bild entnehmen. Und hat irgendein Geheimnis. Woody kenne ich auch noch nicht. Ich glaube. Wilson ist echt langweilig, ne? Ja, für den Anfang vielleicht gar nicht verkehrt, oder? Du machst hier einen auf Wolfgang. Nein, das ist doch voll behindert. Warum? Der ist stark. Ja, der ist stark, hat aber Angst vor Dunkelheit und Monster. Das haben alle Angst vor Dunkelheit und Monster. Oder er vielleicht einen Tick mehr, aber an sich haben es alle. Das ist ein terrible secret. Es würde mich interessieren, was dieses Secret ist. Ich nehme Willow. Erstmal, weil sie einen Teddy hat und außerdem hat sie Feuer. Ich spiele gerne mit Feuer. Ja, dann machen wir Wilson und Willow, dann passt es, oder? Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe schon auf Go geklickt. Gut, dann drücke ich jetzt auf Go. Oh Gott. Wir sind hier. Warum starten wir mitten in der Nacht? Oh mein Gott. Das ist schon mal sehr schön, dass wir mitten in der Nacht starten. So, was bist Das Spiel ist doch sehr laut. Moment. Okay, ist weg. Ich muss den Upload. Ja, ich muss den Upload kurz beenden. Moment! Unprofessionalität! Moment! Profis am Werk! Chrome. Schließen! So, disconnected. Wow! Wow, Patrick! Das ist doch! Ich kann das. So. Connecting. Okay. Moment, geht gleich weiter. Ich habe die Sounds runtergestellt. Müsste es theoretisch lauter sein. Mhm. Gut, okay. Upload ist gestoppt, alles safe. Hier, mein Kumpel, Bernie. So, hallo. 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 Guck mal, was ich machen kann. Nein, nicht verbrennen, Alter. Ich habe Licht gemacht. Okay. It's all funny, ja. Stimmt, ach nee, mit Rechtsklick mache ich mein Zeug, ne? Ja, was passiert hier? Ich will die Karotte haben. Dann hol sie dir. Mit Linksklick kannst du alles sammeln und so. Ja, ich weiß. Oder halt mit Leertaste. Wir müssen erstmal Futter sammeln und dann müssen wir so kleine Steinchen finden. Brutan. Und weg vom Frosch. Sterb. Weg vom Brutan. Frosch. Nein. Du kannst ihn nicht töten. Ich weiß. Der ist zu schnell für dich. Ich will wieder zurück. Das ist wahrscheinlich, wenn ich da gleich nochmal durch. Aber wir haben die Minimap. Bleib da mal kurz stehen. Siehst du auf der Minimap, wo ich hinlaufe? Siehst du das? Ja, alt ist die Minimap klein. Okay, ja, aber das ist ja, aber du siehst, was ich erkunde. Deswegen das ist praktisch. Ja, die Minimap. Wir haben nicht Mod installiert, dass wir gegenseitig sehen können, wo der andere hingelaufen ist schon. Kommst du mit in diese Richtung? Ja, ich komme. Okay. Wir werden wahrscheinlich am Anfang sehr oft zusammen rumlaufen, weil ansonsten ja, muss wird ja. einer, ich denke mal Akira wäre es dann, ist sehr schnell sterben.
Ja, ich nicht, nein, nein. Schon mal vorweg, wir haben PvP ausgestellt, also. Wusste ich gar nicht. Mann, es gibt ja PvP, wie dumm ist das denn? Ja, gibt es. Bornstein, oh, guck mal, hier ist schon mal Gold, aber wir brauchen jetzt diese kleinen Flints, um uns Werkzeug zu machen, weißt du? Und wie kriegen wir die? Indem wir die finden, die könnten hier irgendwo rumliegen. Ach so. Das ist doch Eis, aber das Eis brauchen wir eh nicht. Okay. Kann man hier eigentlich runterfallen ins Wasser? Nein. Sehr gut, ich glaube, das Spiel läuft gar nicht in 60 FPS, kann das sein? Das kann sein, keine Ahnung. Ich guck's mir beim Rendern an. Da sieht man's besser, wenn man sich die Videospur nochmal anguckt. Das ist beständig schneller als ich. Nur eigentlich nicht. Kann man irgendwie rennen oder so? Du kannst auf der Straße laufen, dann bist du schneller. Kann man laufen ein bisschen auf der Straße. Hui! Ich bin überhaupt nicht auf der Straße, yay! Ist ja nicht egal, wo wir jetzt anfangen, unser Lager ist jetzt. Ja, wir müssen jetzt nur so Steinchen halt finden. Ja, das ist halt, sobald wir Steinchen finden, halt was. Das wundert mich, dass wir noch keine gefunden haben. Wir sind, wir sind nur bei Kätzchen. Ein Pilz! Gib mir den Pilz! Pilze! It's sleeping. Oh! Cool, Katzen. Es gibt Tag- und Nachtpilze. Es wird übrigens gleich dunkel. Wir brauchen echt was Steine. Hilfe! Ja gut, die erste Aufnahme ist dann schon mal. Erste Folge sterben. Wäre gut. Das wäre schlecht, weil wir müssen ein komplett neues Spiel starten. Ich weiß, warum sind hier nur Steine? Das weiß ich auch nicht. Oh, hier sind die Schweine. Ja, die tun ja so erstmal nichts. Die haben sogar Namen. Oh Gott, es wird Nacht. Das ist, wenn wir bei dem bleiben, überleben wir dann eventuell? Oh, Pickhead, jetzt muss ich spontan an Until Dawn denken. Also noch, also dieses rote Dunkel, da können wir immerhin noch sehen. Schlimm ist nur das ganz Dunkle. Aber warum finden wir keine Steine? Das ist schon mal eine schlechte Welt, ne? Ja. Und da ist ein Nachtpilz. Die sind gut gegen Geisteskrankheit. Aber immer erst gucken. Geisteskrankheit? Mhm. Der Pilz wird mich nicht heilen. Nee, mich kann nicht heilen. Ach so, ah ja, entweder sie sind okay. Aber warum sind denn nirgends diese Steine? Ich find das nicht gut. Ich muss ehrlich sagen. Ich auch nicht. Nein. Ich auch nicht. Ach, guck mal hier, der Schweinekönig. Oh, hallo. Den können wir später Spielzeugchen bringen. Hey, Spielzeug. Sag mal, wie viel also Pech können wir denn haben? Das ist ja wieder typisch für uns, ne? Ja. Das kann nur uns passieren. Steine! Aber es sind die falschen Steine. Wir brauchen Flints. Im Battle hatten wir keinen Pech. Naja. Da haben wir uns so doof angestellt. Ja. Nicht spoilern, das ist nämlich noch gar nicht draußen. Aber es kommt bald, es kommt bald. Yay. Letzte Aufnahme ist, wenn alles glatt läuft, wenn das Video so kommt, wie wir wollen, dann ist die letzte Aufnahme heute. Ja. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen das Gras. Na gut, wenn wir in der ersten Nacht sterben, wäre schon gut, ne? Wäre auf jeden Fall... Nee, sterben tun wir jetzt erstmal nicht so schnell, aber wir brauchen halt echt mal diese Flints, weil ohne die... Da muss man noch Gravel für abbauen. Ach halt, das ist ja kein Minecraft. Nee, Stein musst du abbauen. Aber um Stein abzubauen, brauchst du einen Pickaxe und dafür brauchst du halt Flint. Aha. Eigentlich auch irgendwo rum die. Also hier unten ist irgendwie nichts. Hier mal die Straße hoch in ihre Richtung. Warum habe ich schon wieder Verbindungsprobleme? Weiß ich nicht. Du hast das Spiel geleftet. Ich weiß. Oder liegt es vielleicht an dir, weil du den Server hostest, dass bei dir irgendwas ist? Bei mir ist aber, ich habe aber nichts an und so. Handy macht nichts. Dann vielleicht ist im Hintergrund irgendwelche Updates runter. Habe ich bei mir ausgestellt. Also es macht Steam nicht von alleine. Ich habe Flint gefunden. Macht er bei mir aber auch nicht alleine. Warum habe ich denn Connection-Probleme? Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ein bisschen sehr. Server not responding. Doch, das funktioniert. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir es nochmal neu machen und du hostest, mal ausprobieren oder wie machen wir das? Moment.
Aber wir haben jetzt ja noch nicht viel gehabt. Ja. Wäre nicht schlimm, wenn wir neu starten. Mhm, ja, ich gucke jetzt mal, ob ich drauf komme. Aber woran liegt es denn dann? An irgendwas muss es ja liegen. Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe, zu einem neuen Let's Play. Und zwar mit Cydia. Hallo. Und zwar spielen wir Don't Starve. Du genau. Ja. Das wird spaßig. Das wird toll. Wir werden so hart. Ja, mal gucken. Alle besiegen, ja. Wir werden Sieger sein. Wir haben es drauf. Wir gehen verstecken drin. Ja. Cydia hat es noch nie gespielt. Deswegen haben wir den Sommer und den Herbst ausgemacht, damit wir erstmal so reinkommen. Weil sonst würden wir instant sterben. Wir haben uns alle schon einen Charakter ausgesucht, wir beide. Ja. Wir haben schon ein bisschen überlegt, dass es nicht so lange dauert. Und dann nehmen wir Wilson und Willow. Willow. Ich hab einen Teddy und ich spiel gern mit Feuer. Du bist Annie. Fällt mir gerade mal so auf. Quasi. Die haben voll ich hab, auf ich hab, ich hab Go gemacht. Kommst du? Entschuldigung. Alles klar. Ich dachte, ich warte, bis du raufkommst. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ich bin schon da. Hallo. Sachen so. Sammeln. Komm her. Ja, mal. Ich habe eine Blume. Komm, die schenke ich. Komm mal. Wir haben hier einen Wurmlauf. Wollen wir mal reinspringen? Direkt. Ich möchte eine Blume schenken. Bitte schön. Dankeschön. Weißt du, was ich damit mache mit der Blume? Hä? Achtung, guckst du? Ja. Nein! Und wir haben übrigens Minimap-Mod drauf. Und zusätzlich ein Mod, dass wir sehen können, was der andere jeweils auf dem Minimap aufgedeckt hat. Flint! In der letzten Aufnahme sehr viel Probleme mit Flint zu finden. Und diese Aufnahme wurde dann dadurch beendet, dass ich Connection-Schwierigkeiten hatte. Wir hoffen, dass es jetzt besser ist. Ja. Ja. Die werdet ihr nicht zu Gesicht bekommen. Niemals. Oder vielleicht auch mal. So. Wie viel Flint braucht ihr? Ich meine Spitzhacke. Machst du dann eine Axt und Holz sammeln schon mal? Dann mache ich hier schon mal das Gold abfahren. Ich brauche noch einen Stock. Dann musst du dir Stock sammeln. Meins. Das macht keinen Sinn, weil jetzt haben wir beide Gold. Das nimmt Platz weg im Inventar. Machen den Platz weg im Inventar. Das macht mir Sinn, wenn du mir das gibst. Ja. Warum sind die jetzt nirgends da? Hast du PvP ausgemacht? Ich weiß es nicht, ich glaube. Stein. Oh, Vogel. Chop. Zu dem Vogel gehe ich nicht. Chop. Cydia hat Spaß. Ich bin Chopper. Chop. Okay, chop, das wird jetzt zwei chop, Stunden lang chop. So gehen. Das wird ja spaßig. Ja, genau. Best Commentary ever. Chop. Also ich sammle jetzt ganz viel Gold und so. Und du sammelst ganz viel Holz, ne? Ja. Dann können wir uns nämlich nachher dann treffen und irgendwo eine Basis aufbauen. Ich habe mir übrigens ein paar Schallschluckpolster an die Wand gemacht. Aber nur so ein paar ganz kleine Platten. Die habe ich ein Geschäft mitgehen lassen. Da war, glaube ich, eine Festplatte drin verpackt. Und die hatten die weggeschmissen. Da habe ich gesagt, nee, die nehme ich. Die nehme ich mit. Ich habe aber schon Spinnen gefunden gerade. Jetzt fehlen mir gerade Stöcke. Chop. Doch, Holzfällen macht Spaß. Hier ist auch ein Friedhof. Okay. Chop. Gibt's hier eigentlich Musik? Ja. Ich höre nämlich keine. Ich habe meine sehr leise gestellt extra, weil alles immer extrem laut ist in diesem Spiel. Settings. Oh, es regnet. Musik, weil du mich alles auf 10, aber ich höre keine. Dann gibt's keine. Müssen wir jetzt selber Musik machen. Oh nein, bitte nicht. Warum? Da bist du, okay. Hallo. Ja, ich hab... Hallo. So, ich habe jetzt 19 Holz. Was mache ich jetzt damit? Ich gehe jetzt. Tschüss. Sammelst noch mehr Holz. Ich habe aber keine Hacke. Dann musst du dir eine neue machen. Hier sind Äste hier oben. Ich hab schon. Achso, dann nehme ich die mit. Oh, dann brauchen wir auch Essen bald. Da oben hast du Holz liegen lassen übrigens. Habe ich nicht. Hast du wohl. Nein, habe ich nicht. Hast du wohl. Ich habe es gerade gesehen. Nein, hast du nicht gesehen. Ja, ich wohl. Nein. Das ist Einbilderung. Nee. Ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Ha! Angst. Hier ist ja noch ein Vogel. Hier sind voll viele Vögel. Ja. Patrick. Die sind aggressiv. Nee, aber der kommt schon angelaufen. Der Kackvogel. Geh weg! Greifen die dich an? Pfui. Ja, der läuft mir hinterher. Der hat Angst, dass ich sein Ei klaue. Dabei hat er noch gar kein Ei. Er will dich knuddeln. Wie hat er mich pieksen mit seinem Popo?
Mit seinem... Alter, was? Ja, du musst mal in die Nähe gehen und dann abhauen rechtzeitig, damit er dich nicht trifft und siehst du das, wie er runtergeht mit seinem Arsch. Ich hab gedacht, ich wäre hier der Verrückte. Aber nein, wird's eigentlich gerade nach. Oh, ja, 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 mach dir ein Feuer. Hilfe! Wie geht das? Hast du Gras für eine Fackel? Nein. Komm zu mir. Wo bist du? Ich bin zur Seite gelaufen. Ich sehe dich nicht. Warte, ich mach Licht im Wald. Ah! Ich seh den Vogel, wo bist du? Ich sehe dich auf dem Minimap nicht, die ist zu klein. Tito, ich mache überall. Da, wo du gefällt hast, mach ich gerade ganz viel Licht. Lauf nicht ins Feuer. Ich bin ein Geist. Ja? Hi. Wo bist du? Ich weiß es nicht, wo bist du? Ich bin da, wo du gefällt hast. Ach da, ich hab das Feuer gefunden, aber ich bin halt ein Geist. Hallo, siehst du mich? Ja, gut. Sehr schön, haben wir das. Ja, ne? Immerhin ist die Nacht gleich vorbei. Ich weiß gar nicht, was mein Teddy überhaupt macht. Ich weiß nur, dass ich ihn habe. Kann er mich wiederbeleben? Nein, kann er nicht. Ja, ich mach mich gleich ran und besorg Sachen um dich. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch mit dir, das muss ich dir ja mal sagen, ne? Ja, danke, Mann. Weil ich muss jetzt erstmal, das kann ein bisschen dauern, ich muss jetzt erstmal Forschung betreiben. Ich klau dir jetzt erstmal deine Sachen. Ey, mein Körper! Du weißt, dass du mir schadest, ne? Schade. Wie meinst du das? Weil du mich verrückt machst. Du bist ein Geist. Ach so. Ja, dann. Ja, warte, ich beeil mich ja schon. Wie lang dauert das? Ja, ich baue jetzt hier die Maschine auf. Wäre es schneller, eine neue Welt zu bauen? Wahrscheinlich! Die Frage ist, wollen wir nochmal. Ja, komm, da fangen wir neu an, das bringt so nichts. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Let's Play. Nicht alleine mit dir. Hallo. Wir spielen Dunstuff. Du, Taylor. Zum dritten Mal. Ja, zum dritten Mal. Das ist mir egal, ich hab's eh davor geschnitten. So. Ja, ihr habt schon gesehen, wir hatten gerade schon einen Versuch. Wir wissen, welche Charaktere wir nehmen. Wir gehen rein, oder? Ja, wir gehen rein. Wir nehmen Willow und Wilson und da und spielen. Wir sind einfach dumm wie sonst was. So, und Feuer, Feuer, jetzt Feuer. Komm, wir gehen wieder ins Wurmloch. Das ist ja dieselbe Map. Weil wir haben einfach jetzt zurückgesetzt auf Tag 1. Ja. So, diesmal achten wir drauf, wann es dunkel wird. So. Feuer, Feuer, Feuer. Und wir gehen nicht mehr so weit voneinander weg. Nee. Das war nämlich der größte Problem. Der größte Problem. So. Ich mach Was wieder ich Gold und Stein Feuer? Sammeln und du sammelst wieder Holz. Und dann treffen wir uns. Weil wir brauchen halt beides. Und wir müssen beide leben. Ja, aber das kriegen wir hin. Das habe ich vorher auch gedacht. Wir waren eigentlich gut dabei, bis es dunkel wurde. Ja, dunkel wird's halt im Leben manchmal. Chap, 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 chap. Oh Mann. Dieses Let's Play wird lustig. Chap, 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 chap. Dieses Let's Play wird definitiv lustig. Was wird super, ja. Das Beatles Play of the Wild. Achso, und jetzt müssen wir nochmal erklären, wir haben den Herbst und den Sommer ausgestellt, weil das einfach ein bisschen krass ist für uns Noobs und zu dir als komplett Neuling in Dunstuff. Ich habe schon viel alleine privat gespielt, aber... Ich habe halt nur ein paar Let's Plays gesehen. Ja, und der Sommer ist schon... Und es wird dunkel, wo bist du? Was, wieso wird's jetzt schon dunkel? Oh mein Gott, wir sind so scheiße. Ich bin bei dir, ich glaube, ich bin bei dir. Ich habe Feuer gemacht. Ich mache hier überall Feuer, wo ich laufe. Ich sehe das Feuer nicht. Das ist richtig scheiße. Ich bin relativ mittig auf der Map. Mittig? Ah ja, okay. Ich wurde einmal getroffen. Oh, aber ich lebe. Dank. Oh Gott okay. sei Dank. Es wäre fast wieder passiert. Wir sind so schlecht. Ne? Ich mache jetzt überall Feuer, weil wenn du die Bäume danach dann hackst, wenn die verbrannt sind, dann haben wir Kohle. Kohle ist gut.
Okay, cool, aber nicht so lange, cool, sie brennen. Cool. Und nicht ins Feuer laufen, du tust da Schaden. Das habe ich mir schon fast denken können. So, ich habe jetzt nur noch Hälfte Leben, ne? Nur, dass du es... Und ich bin schon ein bisschen verrückt, weil ich irgendeinem Monster begegnet bin. Blumen essen, das gibt dir Leben und macht Verrücktheit weg, wenn du Blumen pflückst. Weil logisch, ne? Blumen pflücken macht gesund im Kopf. Ja, genau. Ist allgemein bekannt. Doch, ja, Spiele klingt logisch, ja. So. Hier sind nirgends Blumen, Jenny. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Ja, wir gehen ja auch gleich weiter. Wir müssen ja eben warten, bis die Nacht vorbei ist. Kannst du ja. Hauptsache, da wird's jetzt dunkel. Hauptsache, ich bin nicht schon wieder gestorben. So, wird jetzt gleich hell. Ciao. So. Das ist halt alles nass, ne? Ja, das ist wurscht. So, das ist Tag. Wir gehen jetzt mal hier so schräg hoch, nimm du mal die Kohle mit, ne? Kohle. Wir brauchen halt noch mehr Stein und Gold. Und dann gehen wir ein bisschen hier nach oben, weil da gibt's so Steine. Achso, hier ist jetzt ein Solar, oder? Nein, ne? Soll ich noch nicht mehr Kohle mitnehmen? Ja, alles, was da an verbrannten Bäumen ist. Ich gehe erstmal nur nach oben und sammle, was hier so liegt. Jetzt höre ich die Musik. Was siehst du? Alles gut. Ich glaube, jetzt muss ich dich noch ein bisschen lauter machen. Oh mein Gott. Also du bist definitiv lauter als das Spiel. Bei mir ist die Musik so leise. Fein, okay, du bist so laut, ich kann die Musik lauter machen. Du bist ja am Schreien wieder. Ja, du, ich lebe. Ich hallo, wir sind hier nicht bei Minecraft leben, ja? Das darfst du nicht. Ich darf nicht leben. Nee. So, sollen wir es wieder so machen wie letzte Aufnahme? Da habe ich auch nicht mehr gelebt. Willst du das wieder haben? Okay, und ist doch kein Gold. Wir müssen, also hier oben, müssen doch Richtung eher nach unten gehen. Okay, dann chopp ich noch ein bisschen, bis du vorbeikommst. Ja, okay. Ich hol dich ab. Chop. Meine Axt ist kaputt. Okay, du bist ein bisschen sehr aufgedreht. Das steht bei neuen Projekten immer. Wissen du jetzt? Ich bin da, wo eben noch alles gebrannt hat. Ah, hier ist ein Baumstumpf. Da, ich sehe dich, okay. Ich gehe ja so ein bisschen so schräg rüber. Ich komme auch nach unten. Ich brauche jetzt das Holz. Ich komme. Ja, kein Stress. Komme. Wird gleich dunkel, aber das ist noch die harmlose Nacht. Wie, es gibt schlimmere Nächte? Ja, klar. Also das ganz Dunkle. Am Anfang ist es ja nur so ein bisschen Dämmerung. Kann ich ja nicht sein, dass ich dich tagsüber nicht sehe. Also wenn es dunkel wird, dass ich dich dann nicht mehr sehe. Also, dass ich sehe, wo du bist. Ja, das ist ein bisschen doof. Also wenn du die große Map aufmachst, dann siehst du uns größer. Also wenn du M drückst, ne? Das hilft dann vielleicht. Alter, das laggt aber gerade. Da hinten ist ein Viech. Das laggt, das ist der Vogel wahrscheinlich. Das laggt richtig krass. Und wie das laggt. Du, das funktioniert irgendwie hier nicht so richtig gerade. Ich kann nichts abbauen. Ja, ich habe Connection Loss. Ha! Das hatte ich vorher auch. Okay, gehen wir wieder rein. Es lag also nicht daran, dass ich Hostel habe. Warte. Spiel beitreten. Passwort eingeben, streng geheim, das weiß keiner. Akira. Ich joine. Es war kein Vogel, was ich gesehen habe. Was denn? Siehst du tote Menschen? Es war ein Monster. Das glaube ich jetzt nicht. Wir können eine komplette Don't Star-Folge hochladen, wie wir einfach nur failen, ey. Das kann man alles zu einer Folge zusammenschneiden. Was läuft schief mit uns? Ich weiß nicht. Was war das für ein Monster? Wo warst denn du? Zeig mir das. Wie kann ich dir das zeigen? Indem du da hingehst. Okay. Ich glaube, es ist das da. Ja, das ist der Vogel, den ich meinte. Ja. Du machst ihm Angst. Als Geist, wenn du in ihn fährst. Verpiss dich. So, das ist... Ja, das guck ist... Guck da, ist hast du gesehen, der Pieks. Ja, und da bin ich dran gestorben. Ja, was machen wir jetzt?
Plan A, Server zurück. Ja, dann, komm! Alter Schwede. Ich mach das, ne? Ich bin dafür, dass wir die erste Folge einfach unsere Fails zusammenschneiden und das als erste Folge hochladen. Ja, das machen wir auch. Ganz ehrlich, das ist... Wir haben schon dreimal verkackt. Wir setzen das Licht.